So startet mein Tag, mein letzter. Wir gehen nochmal frühstücken und dann muss ich Koffer packen. Koffer. Fliege, hau zu! Die weiß schon! Es ist soweit. Ich habe zu packen. Es liegt irgendwie schon alles hier rum, was rumliegen kann. Mein Schrank muss ich noch ausräumen. Und in weniger als in 6 Stunden bin ich dann auf dem Weg zum Flughafen. Und es geht los. So Leute, jetzt ist es soweit. Ich habe eingecheckt, mein Koffer ist aufgegeben. Ich habe noch mein Handgepäck, meine Eltern warten noch hier hinten. Und jetzt geht's gleich los. Meine große Reise nach Perth. Und das wird geil. Ich habe es geschafft. Gibt keinen Weg zurück mehr. Und das wird eine Hammerreise. Ich habe es, weil du mir gesagt hast, ich habe es nicht geöffnet. Und Sascha, hier ist das kleine Kästchen. Ich werde es jetzt öffnen. Wir haben hier ein Mauritius Goodie Bag von der Fluglinie. Und da haben wir ein paar Socken drin. Stöpsel, wichtig auf jeden Fall, weil hier sind schreiende Kinder an Bord. Ich hoffe, aber ich glaube nicht, dass wir noch Ruhe geben. Und damit man nicht mit Megamund gerufen aus Australien kommt, kann ich auch nochmal die Zähne putzen. Jetzt werde ich mal meine Einreiseformel ausfüllen. So, ich bin angekommen, ich bin eingereist, ich darf sogar hier bleiben, 12 Monate maximal. Ich habe jetzt aber angegeben, dass ich Mitte Januar abhaue. Jetzt geht die Reise auf jeden Fall los. Ich freue mich. Oh Mann, das wird ein geiler Ritt. Wir jetzt mit dem Taxi zur Rental Station und dann geht's weiter. Da wäre ich jetzt, wo ich das Auto habe. Ich bin fast der Meinung, dass das ist, was da steht. Sieht ein bisschen tricky aus, aber wir schauen uns das mal an. Auf jeden Fall reparieren hier die Dinger selber und bauen die selber. Ganz geil eigentlich. Leute, das ist es. Ich rolle mit meinem Auto für die nächsten 80 Tage von hier nach Sydney und unglaublich. Das Auto wurde auf jeden Fall schon benutzt, würde ich sagen. Hinten liegt mein ganzer Stuff drin. Es wird eine geile Zeit, sage ich euch. Geile Zeit. Linksverkehr ist noch ein bisschen komisch, aber wie in Thailand. 2-3 Minuten fahren, dann klappt das auch. Also, und da kommt der nächste Border. Hi. So, jetzt erstmal auf dem Weg zu Freunden und dann schauen wir mal weiter. Okay, also es ist doch
Also es ist spannend, links zu fahren auf jeden Fall. Jetzt geht es halt wieder nächste Ausfahrt nach Midland. No. Anzeige schwankt zwischen voll und drei Viertel. Na gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ein Berg nach dem anderen. Wie idyllisch ist das denn? Auf das Schäfchen. Angekommen im Nirgendwo. Ist das geil? Mitten im australischen fast Outback, würde ich sagen. Außer Vögel. Nichts. Unglaublich.